Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Hetman Software. Sehen Sie, wie man einen Datenträger mit dem X2S-Dateisystem unter Windows öffnet. FLS ist ein gängiges Dateisystem, das in vielen Linux-Distributionen aktiv genutzt wird, aber leider gehört Windows nicht zu den unterstützten Plattformen. Diese Situation kann zu ernsthaften Schwierigkeiten führen, besonders wenn es wichtig ist, auch Daten von einem XFS-Laufwerk nur mit einem Windows-Computer zu greifen oder sie wiederherzustellen. In diesem Video sehen wir uns eine Reihe von Methoden an, die es Ihnen ermöglichen, XFS-Dateiträger unter ein Windows-Betriebssystem zu lesen. Wir werden auch den Prozess der Installation von Software von Drittanbietern besprechen, die Ihnen die Möglichkeit gibt, mit XFS-Dateien in einer Windows-Umgebung zu arbeiten. Diese Anweisungen verwendet Ihnen helfen, auf wichtige Dateien auf Ihrem XFS-Laufwerk zu zugreifen und verlorene Daten wiederherzustellen. Das XFS-Dateisystem eignet sich gut für große Speicherkapazitäten, da die Geschwindigkeit der Datenverarbeitung erhöht wird. Es ist ein Dateisystem, das häufig in Linux- und Unix-Systemen auf Servern und NAS verwendet wird. Wenn Sie jedoch einen XFS-Dateiträger unter einem Windows-Betriebssystem lesen müssen, gibt es mehrere Tools, die diese Fähigkeit bieten. Das erste Programm, mit dem Sie ein XFS-Laufwerk in einem Windows-Betriebssystem lesen können, ist Hetman Partition Recovery. Hetman Partition Recovery ist eine leistungsstarke Software, mit der Sie Daten wiederherstellen und mit Datenträgern arbeiten können, einschließlich solche, die das XFS-Dateisystem verwenden. Es ist ein nützliches Tool, wenn Sie gelöschte Dateien wiederherstellen, Daten nach der Formatierung oder Beschädigung eines XFS-Datenträgers wiederherstellen müssen. Es unterstützt die Arbeit mit allen gängigen Dateisystemen, einschließlich XFS, was es zu einem nützlichen Werkzeug für die Datenrettung und die Arbeit mit Linux-Datenträgern macht. Obwohl das Programm für die Wiederherstellung von Dateien konzipiert ist, kann es auch ein Disk-Leser mit dem XFS-Dateisystem fungieren. Eine praktische Recovery ermöglicht es Ihnen, Dateien wiederherzustellen, die von einem Datenträger mit dem XFS-Dateisystem gelöscht wurden, nachdem das Laufwerk formatiert oder eine Partition gelöscht wurde. Das Programm arbeitet mit Festplatten, USB-Laufwerken, Speicherkarten und anderen Medien. Die benutzerfreundliche Oberfläche macht den Leservorgang für alle Benutzer zugänglich und abhängig von Ihrer Erfahrung. Schließen Sie den Datenträger an Ihren Computer an und starten Sie das Programm. Es scannt die Laufwerke automatisch und zeigt sie im Programmfenster an. Um den Inhalt des Laufwerks zu sehen, müssen Sie die Analyse starten. Um sie zu lesen, führen Sie einfach den Quick-Scan aus, der nicht viel Zeit in Anspruch nimmt. Als Ergebnis sehen Sie den Inhalt des Datenträgers. Die Inhalte der einzelnen Dateien werden im Vorschaufenster angezeigt. Um die Dateien auf ein anderes Laufwerk zu kopieren, wählen Sie die gewünschten Dateien aus und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie dann den Datenträger und den Ordner an, in dem Sie die Dateien speichern möchten. Auf diese Weise können Sie den Inhalt eines Datenträgers mit XFS-Dateisystem unter Windows anzeigen. Die kostenlose Version der Software hat einige Einschränkungen. Um die volle Funktionalität zu aktivieren, müssen Sie die Vollversion aktivieren. Der nächste Programm auf der Liste ist PowerISO. PowerISO ist eine multifunktionelle Software, die für die Arbeit mit Diskimage, die Erstellung, Bearbeitung, Konvertierung und das Brennen verschiedener Arten von Image entwickelt wurde. Eine der interessanten Eigenschaften von PowerISO ist seine Fähigkeit, mit verschiedenen Dateisystemen zu arbeiten, einschließlich der Unterstützung des XFS-Dateisystems. Mit PowerISO können Sie sowohl Diskimage als auch physische Laufwerke öffnen, einschließlich solche, die das XFS-Dateisystem verwendet. Das bedeutet, dass Sie einen XFS-Datenträger öffnen und seinen Inhalt anzeigen sowie Operationen an Dateien auf diesem Datenträger durchführen. Zusätzlich zur XFS-Unterstützung unterstützt PowerISO auch viele andere Image-Formate. Mit PowerISO können Sie alle Dateien und Ordner von einem Datenträger extrahieren, einschließlich Audio, Video, Dokumente und andere. Das Programm ermöglicht nur das Kopieren von Daten von XFS-Datenträgern, das Schreiben auf sie ist nicht möglich. Um die volle Funktionalität zu erhalten, müssen Sie das Programm registrieren. PowerISO hat eine intuitive Schnittstelle. Um mit einem XFS-Datenträger zu arbeiten, schließen Sie ihn an Ihren Computer an und starten Sie das Programm.
Öffnen Sie dann das Menü Datei USB-Laufwerk Festplatte öffnen. Um den Datenträger zu öffnen, muss das Programm als Administrator neu gestartet werden. Wählen Sie dann den Datenträger aus und klicken Sie auf OK. Danach sehen Sie den Inhalt des Datenträgers in diesem Fenster. Um den Inhalt der Dateien zu sehen, müssen Sie sie auf einen anderen Datenträger kopieren oder sie einfach öffnen. Die geöffneten Dateien werden in einen temporären Ordner kopiert. Power ISO mit XFS-Unterstützung bietet eine bequeme Lösung für die Arbeit mit Daten auf Datenträgern, die mit dem XFS-Datensystem auf Windows-Computer formatiert sind. Es kann zum Durchsehen und Kopieren von Dateien von einem XFS-Datenträger nach Windows verwendet werden. Das nächste Programm ist Linux File System for Windows von Paragon Software. Linux File System for Windows ist ein Treiber für Windows, mit dem Sie mit Linux Volumes arbeiten können. Das Programm verfügt auch über eine grafische Shell. Auf der Website des Entwicklers wird behauptet, dass alle Linux-Dateisysteme einschließlich XFS unterstützt werden. In der Praxis erkennt das Programm das angeschlossene Laufwerk mit XFS-Dateisystem nicht. Das angeschlossene Flash-Laufwerk mit XFS-Dateisystem wurde vom Programm erkannt. Wie Sie sehen können, liest das Dienstprogramm nun das Laufwerk mit dem XFS-Dateisystem. Das Laufwerk wird auch im Explorer angezeigt. Das Programm bietet Zugriff auf Systemebene, auf die Dateien des Laufwerks und fungiert im Wesentlichen als Treiber, der es Ihnen ermöglicht, mit dem XFS-Laufwerk zu integrieren und Daten von ihm zu lesen. Sie können einfach eine Datei öffnen oder sie mit dem Windows Explorer auf ein anderes Laufwerk kopieren. Nach der Installation haben Sie eine zentrige Testphase, nach der Sie das Laufwerk nicht mehr öffnen können. Das mag für eine einmalige Nutzung ausreichen. Letztendlich funktioniert das Programm, aber Sie sollten sich bewusst sein, dass einige Laufwerke mit XFS-Dateisystem nicht geöffnet werden können. Ein weiteres Programm zum Lesen von XFS-Dateiträgern ist Linux Reader von Disk Internals. Linux Reader von Disk Internals ist eine bedient kostenlose Anwendung für Windows. Es erlaubt Ihnen, verschiedene Linux-Dateisysteme zu lesen, einschließlich XFS. Es ermöglicht Ihnen, Dateien von XFS-Datenträgern anzuzeigen und zu kopieren. Linux Reader kann verwendet werden, um Daten und Ordner von XFS-formatierten Datenträgern anzuzeigen und zu extrahieren. Das Programm hat eine intuitive Schnittstelle. Im Hauptfenster des Programms können wir alle an den PC angeschlossenen Datenträger sehen. Linux Reader bietet eine kostenlose Version, mit der Sie Daten von Disk lesen können. Für den vollen Funktionsumfang, wie zum Beispiel das Kopieren von einem XFS-Datenträger, benötigen Sie die Vollversion des Programms. Im Vorschaufenster können Sie sich den Inhalt von Dateien ansehen. Wählen Sie dazu die Dateien aus und gehen Sie zur Ansicht Vorschaufenster. Diese Funktion bietet eine bequeme und sichere Möglichkeit, den Inhalt von Dateien auf Linux-Betriebssystem-Datenträger von Ihrem Windows-Computer aus aufzeigen. Wenn Sie Dateien öffnen oder auf einen anderen Datenträger kopieren, wird die folgende Meldung angezeigt. Bisher haben wir uns vier Programme zum Lesen von XFS-Laufwerken unter Windows angesehen. Der Zugriff auf XFS-Laufwerke in Windows kann quillig sein, aber mit den richtigen Tools und Methoden können Sie Dateien auf diesen Laufwerken lesen, schreiben und darauf zugreifen. Die gängigste Methode ist die Verwendung von Drittanbieter-Software, mit der Sie XFS-Partitionen in Windows einbinden und nahtlos auf die Dateien zugreifen können. Für welche Methode Sie sich auch entscheiden, sichern Sie Ihre XFS-Daten, bevor Sie versuchen, sie in Windows zu lesen. Die Installation von Treibern und Lesegeräten von Drittanbietern aus einem anderen Betriebssystem kann den Betrieb Ihres Computers beeinträchtigen, was zu Abstürzen und dem Verlust wichtiger Daten führen kann. Hacking Rate Recovery verwendet den Inhalt des Laufwerks nicht, überschreibt keine Dateien und beeinträchtigt auch nicht die Funktion des Betriebssystems. Sie können sicher sein, dass die Dateien in ihrer ursprünglichen Form erhalten bleiben, wenn Sie das Programm verwenden.
Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war nützlich für Sie und hat Ihnen geholfen, Ihre verlorenen Dateien wiederherzustellen. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal Helpen Software zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen!